Ja, willkommen zurück zu diesem Let's Play, der Jedi-Ritter auf Odessen. Ja, schön, dass ihr eingeschaltet habt, da freue ich mich wieder. So, in der letzten Folge ging es ja los, mehr oder weniger mit der Schlacht um Odessen. Die Gravestone steht ja bei uns hier im Hintergrund und wir müssen die jetzt besteigen. Das Raumschiff besteigen, nicht? Sorry, Leute. ja, genau. Schlacht um Odessen. Es steht ja unten rechts auf, was wir machen müssen. Und oben rechts ungefähr, wo wir hin müssen. Umre da. Wir haben die Kerl hier noch bei uns. Die wird sowieso gleich, das wird sowieso gleich gewechselt. Weil, wir dürfen uns ja hier eigentlich dann nicht aussuchen, wen wir mitnehmen wollen. So, das da vorne. Da geht es los. Fähren. Gleichstuhl und Fährenzugang. Schlacht von Odessen. Da gehen wir jetzt mal hin. Und dann geht es los. Oh, ich hab Post. Warte mal. Ich will mal einmal noch die Post angucken. Hier, warte. Bevor es hier losgeht. So. Na. Dann mal los. Ich will gut aussehen. Gimli Prime. Von Dr. Orgorob. Ach. Der geschwätzige Doktor. Er hat versucht, Gimli Prime zu reaktivieren. Das, was ich so flüchtig gelesen habe. Aber das ist jetzt mal unwichtig, weil wir jetzt Odessen verteidigen müssen. Und das machen wir jetzt. Ja, wir hätten auch andersrum rausgehen können. Na egal. Ich hatte gehofft, dass wir die Zeit und den Ort für den Kampf gegen Arkan selbst bestimmen können. Aber ihr seid bereit. Wünscht mir Glück. Glück hat nichts damit zu tun. Arkan war euch im Asyl überlegen, doch Valkorions Ausbildung hat euch verändert. Ihr seid mächtig. Viel mächtiger als... Lana, das meinte ich doch gar nicht. Sondern... Oh... Ich verstehe. Wenn ihr mit dem verschämten Erröten fertig seid, müssen wir einen Imperator besiegen. Schaut bloß nicht so selbstzufrieden. Mag wohl jemand keine Überraschungen? Beginne den Angriff. Hör auf, dich zu bemitleiden. Wir holen dir deinen Thron zurück und bringen Scorpio Manieren bei. Die Maschine lenkt uns nur ab. Ich kümmere mich darum, sobald der Fremdling tot ist. So dringend willst du Vater sehen? Glaubst du, dass Mutter auch kommt? Da bin ich mir sicher. An die Kampfstation! Los! Ich kann nicht riskieren, die Gravestone noch näher ranzubringen. Ihr müsst die Fähre nehmen, um auf Arkans Schiff zu kommen. Ich setze mich an die Omnikanone und räume euch einen Weg frei. Mir fällt niemand Besseres für diesen Job ein. Zielen und schießen. Was soll da schon schief gehen? Grüßt Arkan von mir. So. Spricht mit der Crew auf der Brücke. Das machen wir jetzt. Wieso sollen wir das tun? T7. Hat uns nichts zu sagen. Kopf. Hey, habt ihr etwas auf eurer
Schon weg. Okay, okay. Autsch. Genau. Schnelleinsatzruide. Wo müssen wir jetzt eigentlich genau hin? Ach, wir müssen da hin. Ja, wie ihr seht, sind wir jetzt wieder alleine. Eieieiei. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ups. Kerli ist nicht bei uns. Ich weiß gar nicht, wer jetzt eingeteilt wird. Wer gleich bei mir ist. Wir werden es gleich sehen. Irgendjemand will uns gleich begleiten. Lana. Es ist möglich, dass Arkan einen Notfallplan hat, um Odessen zu zerstören. Der einzige Weg, die Sicherheit des Planeten zu garantieren, ist die völlige Vernichtung seines Schiffs. Wir sind hier, um Arkan zu besiegen. Lasst euch nicht von seinem hübschen Schiff ablenken. Das hübsche Schiff hat die Feuerkraft, um das Allianzlager in Schutt und Asche zu legen. Mit oder ohne Arkan. Während wir uns zur Brücke begeben, sabotieren zwei Stoßtrupps die Kanonen und Schilde des Flaggschiffs. Die Omnikanone übernimmt dann den Rest. Ich komme mit euch. Ich muss meinen Kindern gegenübertreten. Das ist keine Bitte. Dann liegt es an Vett und Gold. Wer soll die Kanonen sabotieren? Vett. Die können das sehr gut. Vett, deine Piratenerfahrung kann sich jetzt endlich bezahlt machen. Auf großen Schiffen ist es einfach herumzuschleichen. Sie werden mich erst bemerken, wenn es zu spät ist. Gold, dann kümmert ihr euch um die Schilde. Wisst ihr, der Markt für Schildtechnologie boomt gerade. Commander, habt ihr eine Minute? Solange es nicht drei werden. Über die Geschichte wird wohl nie Gras wachsen. Ich bin nicht wirklich gut in sowas. In was? Danke sagen. Diese Allianz hat das Potenzial, aus der Galaxis einen besseren Ort zu machen. Ich war nie Teil von etwas so Wichtigem. Nicht mal auf Sakul. Ihr wart von Anfang an ein unentbehrlicher Teil des Teams, Koth. Ja, aber es lag an euren Entscheidungen, dass ich geblieben bin. Trotz allem, was ihr auf Sakul ertragen musstet, habt ihr meine Leute nicht im Stich gelassen. Das werde ich nie vergessen. Commander, es wird Zeit. Wir wissen beide, dass man sie besser nicht warten lässt. Räume einen Weg zum Hangar frei. Ich sollte es schaffen, ein Loch in die Schilde zu schießen, damit ihr landen könnt. Sollte? Hey, nichts ist hundertprozentig sicher. Wir sind drin. Das war ja so klar. Schade, dass ich die Granaten nicht habe. Hallöchen! Bam! Da ist ein Stoß. Oh, da war einer gewesen. Da hinten noch. Wo noch? Da. Autsch. Bleibst du hier? Erstmal alles einsammeln hier. Einsammeln? So. Los, wir geben Deckung. Los, bevor Verstärkung eintrifft. Und Feuer.
Ich liebe dieses Ding. Nein, 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 tu mir das nicht an! Ist alles in Ordnung? Irgendwas stimmt mit der Omnikanone nicht. Sie feuert nicht. Ich kann von hier aus nicht erkennen, was los ist. Ihr hattet eine einzige Aufgabe. Helft ihm lieber. Ach, schön. Was zum... Keine Sorge. Das alte Mädchen ist in meinen Händen sicher. Niemand ist sicher. Die Gravestone am allerwenigsten. Ich habe es langsam satt, dass du dich andauernd in Dinge einmischst, die dich nichts angehen. Sie sagen das so, als wäre ihre Meinung von Belang. Sie sind schwach, minderwertig, unbedeutend. Kannst du bitte mal still sein? Ich versuche mich zu konzentrieren. Sie können mich nicht aufhalten. Und bleib aus. Fremdling, es ist so, ach, schön, euch zu sehen. Mir gefällt, was ihr mit dem Hangar angestellt habt. Valen, es gibt keinen Grund für Blutvergießen. Sagt mir, wo Arkan ist. Es würde meinem Bruder nicht gefallen, wenn wir kämpfen. Er ist in letzter Zeit ganz deprimiert. Vielleicht könnt ihr ihn ja zum Lächeln bringen. Ihr findet ihn auf der Brücke. Ihr werdet euch mir nicht in den Weg stellen? Natürlich nicht. Ihr seid mir egal. Ich bin wegen Mutter hier. Geht. Ich beschäftige sie, damit sie unseren Plänen nicht in die Quere kommen kann. Wir treffen uns später. Und wenn ich Arkan vor euch erreiche? Haltet ihn auf. Tut es für ihn und für mich. Geduld ist keine Tugend. Wir machen es auf deine Art, Waylin. Das dachte ich mir. Husch, husch, Fremdling. Geht. Was auch immer Waylin getan hat, vergesst nicht, dass sie immer noch eure Tochter ist. Ich weiß. Ja, ich habe das Gefühl, dass wenn Valen schon ihre eigenen Pläne im Kopf hat, ihre eigene Zukunft schmiedet und nicht unbedingt jetzt auf ihren Bruder noch so... Wo müssen wir überhaupt jetzt hin? Ah, da vorne müssen wir da hin. Seht ihr das? Auf ihren Bruder nicht mehr so hört. Man kriegt das ja schon so langsam mit. Bam. So, Ruhe im Karton, hier lang. Glaubt ihr, dass Senja imstande ist, ihre eigene Tochter zu töten? Das werden wir sehen. Ja, das werden wir wohl. Das werden wir auf jeden Fall. Jetzt sollte es besser werden. So, wo müssen wir es eigentlich? Nee, wir müssen weiter. Müssen wir das? Nö. Wir müssen hier hin. Ihr habt jetzt ein Terminal entdeckt, das Waffen, Rüstung oder Verteidigungsgeschütze von Sakul anbietet. Ich will die Geschütze. Ja. Hi. Hi hier. Hey. Bam. Irgendwie häng ich hier. So, hier, 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 hier. Einen haben wir da hinten noch. Sollst du da hinten hinspringen? Ja, der springt wie ein Flummi hin und her hier. So. So, Geschütze fand ich gut. Hier müssen wir weiter. Können wir hier weiter? Ja.
Das ist dann noch... Warte mal, wir müssen wahrscheinlich um zu oder so. Die Geschütze sind schon auf meiner Seite, das ist klasse. Hallo, Sakul-Ritter. Da haben wir noch einen. Gott. Angriffsschutz verloren, egal. Wir haben noch irgendwas am Arsch. Da, bei Lana. Okay. Links und rechts kommt da was. Ich kümmere mich um euch. So. Aber hier kommen wir nicht weiter, ne? Nein. Wir orientieren uns ganz kurz. Ich vermute mal hier um zu und dann müssen wir dahin. Seht ihr das? Das wird der Weg sein. Ja, wir müssen noch weiter hier. Ach, hi. Und ich habe den Geschütz auf meiner Seite. Wenn das mit dem Geschütz wäre, das eine tolle Idee gewesen, auf jeden Fall. Dass ich mich für die Geschütze entschieden habe. Wie sieht das denn nicht aus hier? Aha. Ja, was haben wir denn da für einen? Kein Ziel? Das steht direkt vor mir! Oh, warte mal. Und das nächste Geschütz. Das ging schnell. So, was sollen wir hier eigentlich? Wir sollen hier weiter. Halt still! Diese Geschütze sind nicht für Feinarbeit gebaut! Koff? Ihr zielt viel besser. Ich habe geübt. Ganz schrottig ist aber noch nicht. Das bedeutet... Warte. Wir springen mal hier runter, hier hinten. Und bauen sofort das erste Geschütz auf. Noch greift uns nicht an. Und bauen jetzt hier das zweite hin. So. Das ist glaube ich schlecht jetzt gerade. Ich glaube, das war ziemlich heftig. Macht er damit was jetzt? Doch, ich wusste es. Na, dann hörst du auf. Von dem Schütze schießen nur nicht weiter, das ist genial. Wir müssen jetzt mal wieder einen Schütz zur Seite. Ich habe meine Geschütze verloren. Ah.
sehr weh gerade. Gehen wir da raus. Mach mal erstmal nochmal wieder hier. Ah, nee, nicht hier jetzt. Hier jetzt. So. Wir schaffen das jetzt, ja? Nicht nachlassen jetzt. Ja, durchhalten! Test, Test. 1, 2, 3. Commander? Was gibt's? Die Schilde sind offline. Ich habe ein paar Teile mitgehen lassen. Die sollten ein kleines Vermögen wert sein. Ich habe die Kanonen ausgeschaltet. Die brauchen hier echt bessere Sicherheitsmaßnahmen. Gute Arbeit. Jetzt müssen Arkans Sprungtruppen abgelenkt werden. Und keine Plündereien. Meinetwegen. Wie langweilig. So, also die Geschütze sind schon mal richtig Gold wert, dass ich sie mitgenommen habe. Ich kann es nur wieder betonen. Müssen wir da lang jetzt? Warte. Erst orientieren. Oh ja, das ist richtig. Wir können einfach so unbehelligt. Okay. Moment, hier passiert was. Ich stell mal einen Geschütz auf. Hi. Na? So. Also das Geschütz ist klasse. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich finde die Geschütze einfach nur zu geil. Echt. Warte mal, wir gehen mal kurz dahin zu Gronk. Gronk meine ich. So. Das dürfte auch Schrott sein, ne? Das müsste schlechter sein, wie das hier. Ja, damit. So. Die Richtung weiter. Geht nicht. Dann müssen wir es irgendwie umlaufen können. Warte mal. Ja, ganz hier zu, seht ihr das? Das wird der Weg sein. Warum der direkte Weg, wenn es auch andersrum geht? Ach, guck an, Hallöchen! Sorry. War ich das etwa? so. Da kommt jemand zu uns. Und meine Geschütze sind wieder auf meiner Seite. Ups. Ich wollte auch schon mal eben hier. Nein. Komm. So. Nummer 1 ist weg. Witzig. So. Okay. Warten wir noch mal ein bisschen, bis er näher dran ist. Wir haben einfach mal hier den Geschütz aufgebaut. So. Los geht's. Hier, danke. Das wird helfen. Kurz orientieren, wir sind falsch. Wir müssen da lang. Jetzt hätte ich gerne das andere Geschütz auch. Können wir den hierher locken? Ich glaube, wenn wir reingehen in die Tür zu, ne? Kann das sein? Er kommt. Nee. Wir können ja auch nicht irgendwie mit einer Attacke oder so irgendwie ranlocken oder irgend so ein Krams. Andere Geschütz ist doch gleich da. Warte mal. Machen wir jetzt so. Erstmal das Geschütz aufbauen. Ei. Ich bin weg von meinem Geschütz. So, und Geschütz Nummer 2. Autsch. Das
Feuerding auf dem Boden sind nicht witzig. Weil die machen mir auch eine Geschützwaffe kaputt. Wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Autsch. So. Die Brücke sollte nicht mehr weit weg sein. Autsch! Ich dachte, Spione werden geschickt. Diese Kanone ist nicht für zwei Leute ausgelegt. Rutscht einfach rüber! Tja, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Habt ihr es auch gerade gesehen? Ich habe gute und schlechte Neuigkeiten. Was wollt ihr zuerst hören? Teron, wir haben keine Zeit. Ich bin Optimist, also zuerst die guten Neuigkeiten. Arkans Flotte schießt nicht mehr auf uns. Und die schlechte? Sie schießen gleich auf euch. Oh, und die Omnikanone funktioniert nicht mehr. Dafür kann ich aber nichts. Das hatte Scorpio von Anfang an geplant. Euch und Arkan gleichzeitig an einen Ort zu bringen, um euch beide zu töten. Und dank uns ist sein Schiff jetzt schutzlos. Scorpio weiß, wie wir vorgehen. Sie hat wahrscheinlich damit gerechnet, dass wir das Schiff sabotieren. Das spielt jetzt keine Rolle. Unser Plan bleibt derselbe. Arkan besiegen und das Flaggschiff zerstören. Wir müssen uns nur etwas mehr beeilen. Das sagst du so einfach, uns etwas mehr beeilen. Okay.